Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute geht es um unsere Haustür, die im oberen Bereich beim Zufallen nicht mehr richtig schließt. Das demonstriere ich euch jetzt mal. Wie man sehen kann, fällt die Tür zu, schließt aber nur im unteren Bereich. Oben ist das Schloss nicht eingerastet, wie man sehen kann. Ich habe den Hausmeister zwar angerufen, aber seit Wochen passiert einfach gar nichts. Und warum die Tür im oberen Bereich nicht schließt, zeige ich euch jetzt. Und zwar liegt es daran, dass die Tür im oberen Bereich hängt. Wie man sieht, sind da schon Schleifstellen entstanden. Sowohl am Rahmen wie auch an der Tür, wie zu sehen. Im oberen Bereich hängt die Tür so stark, dass das Schloss beim Zufallen nicht auf diesen schrägen Bereich trifft, sondern ganz am Ende und dadurch das Schloss nicht zuschnappen kann. Am Rahmen oben kann man auch sehen, dass die beiden Fluchtlinien nicht bündig sind. Somit hängt die Tür praktisch nach rechts runter. Wie man sehen kann, ist im unteren Bereich zwischen Tür und Rahmen noch genügend Platz und das Schloss kann zuschnappen. Jedoch sieht sie im oberen Bereich ganz anders aus. Im oberen Bereich schleift die Tür und somit kann auch das Schloss nicht zuschnappen. Die Tür einzustellen ist überhaupt nicht schwer. Die Tür hat 3 Scharniere. Um einstellen zu können, müssen erst diese 3 Blenden ab. Um die Blende entfernen zu können, muss erst die Schraube entfernt werden. Dafür müsst ihr erst die Tür vorher öffnen. Hat man die Schraube gelockert, hebelt man mit einem kleinen Flachschraubenzieher einfach hier etwas auf und die Blende kann entfernt werden. Die 2 unteren Blenden entfernt ihr natürlich auch. Das ist die eigentliche Verstelleinheit. Um die Tür verstellen zu können, müssen diese 4 Kreuzschrauben an allen 3 Scharnieren gelockert werden. Nicht abschrauben, sondern nur leicht lockern, wie zu sehen. Die Tür hängt, das bedeutet, sie muss im oberen Bereich zum Scharnier, also in Pfeilrichtung, bewegt werden. Dazu dreht ihr den Imbus im Uhrzeigersinn, wie zu sehen. Und der Spalt zum Scharnier wird weniger. Und die Tür hebt sich gleichzeitig im oberen Bereich nach links. Lässt sich der Imbus am oberen Scharnier nicht mehr drehen, müsst ihr das am mittleren Scharnier wiederholen. Und dann wieder zum oberen Scharnier und ihr könnt noch ein Stückchen weiter drehen. Mittlerweile hat sich die Tür zum Scharnier um ca. 4 bis 5 mm bewegt. Und wie man sehen kann, sind die Fluchtlinien mittlerweile auch bündig. Und der Spalt zwischen Tür und Rahmen sieht auch mittlerweile super aus. Wenn alles passt und die Tür gut schließt, zieht ihr nur noch die Scharnierschrauben alle an. Und sollte euch das Video behilflich sein, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir Kommentare und einen Daumen nach oben hinterlasst. Dankeschön schon mal im Voraus. Ja, und jetzt machen wir einen kleinen Schließtest und schauen, ob die Tür schließt. Ja, die Tür schließt nicht nur unten, sondern auch wieder oben. Alles klar, super. Ja, die Tür schließt wieder. Es gibt aber noch 2 andere Einstellmöglichkeiten für die Tür. Die erste ist, den Anpressdruck zu ändern. Dafür muss diese Abdeckungskappe ab. Und dann kommt diese Kunststoffeinheit im Scharnier zum Vorschein. Da steckt man einen Imbusschlüssel hinein und kann dann durch links oder rechts drehen den Anpressdruck zwischen Tür und Rahmen ändern. Das macht ihr natürlich an allen 3 Scharnieren. Und die nächste Einstellmöglichkeit ist diese. Dazu benötigt ihr ebenfalls einen Imbusschlüssel und durch das Drehen könnt ihr die Tür nach oben heben und das ebenfalls an allen 3 Scharnieren. Ja, das war's auch schon. Die Abdeckkappe drüber, Schrauben anziehen und die Arbeit ist erledigt. Wie vorhin schon erwähnt, hoffe ich, dass das Video euch geholfen und gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.